Da sind wir doch wieder. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir werden direkt hier so reingehen. Ich hoffe ein bisschen, dass wir Waffenteile und sowas finden. Und vielleicht ein bisschen Glibber, weil wir brauchen hier 8000, damit wir auf den Skillpunkt kommen. Allerdings geht's auch leiser, Mensch. Ein bisschen vorsichtiger, weil ich keinen blassen Schimmer habe, was hier drin ist. Absolut nicht. Sieht zumindest aus wie Kartonlager oder sowas. Kartonagefabrik. Irgendwie so in die Richtung Lager. Okay. Der stirbt doch nicht einfach so. Hier ist doch definitiv irgendwas. Ziehen wir mal ab. Bei 5200 Kleber sind wir. Okay, wir brauchen 8000. Das habe ich mir gemerkt. Sicherung. Der sieht auch nicht gesund aus, ne? Absolut nicht. So. Da kommen wir wohl gleich rein. Man, die sind definitiv hier von irgendwas angegriffen worden. Okay, ein neues Tutorial wurde zugefügt. Da müssen wir also gleich durch. Ölfass umtreten. Das werde ich jetzt nicht umtreten. Wer weiß, was ich damit für Krach mache. Oder? Vielleicht sollen wir es aber auch umtreten, weil hier irgendwas Schlimmes kommt. Ah, man weiß es nicht, ne? Probieren wir es mal. Notfalls können wir... Notfalls können wir auch wieder flüchten, ne? Ah, es ist schon... Du hast es immer so ein Problem mit mir. Ich spiele Horrorspiele eigentlich total gerne, ne? Aber wenn ich nicht weiß, was kommt... Ich meine, das gehört dazu. Ist das schon nicht so ganz einfach. Ich meine, die Viecher von draußen habe ich erledigt, aber... Wir haben ja festgestellt, dass auch gerne mal was triggert. Was erst kommt. Wenn man richtig da ist, ne? Hier komme ich so nicht durch. Nein. Okay. Kann ich mich vielleicht irgendwie hinlegen oder so? Nö, ne? Nö. Wüsste zumindest nicht wie. Aber wie wäre da was? Was ist das? Eine Baulampe oder? Ja. Man, hier rauf kommen wir auch nicht, ne? Nein. Okay. Kriegt auch nicht das Brett weg. Man, das kann natürlich durchaus sein, dass wir hier später erst hin müssen. Das weiß ich nicht. Aber ich komme hier auch nichts so rauf. Okay. Den müssen wir hier für schon nicht später hin. Ist das Brett für schon nicht später weg? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wie hört sich das hier nicht gesund an? So viel kann man schon mal sagen. Gut, hier dürfte eigentlich nichts mehr sein. Ich meine, man weiß es nicht genau. Es triggert ja ständig was Neues. Aber... Muni und alles haben wir voll. Da kriegen wir nichts mehr mit. Habe ich die auch voll beladen? Ja. Genau wie ich die voll beladen habe. Da kommen wir nicht drin. Soll ich noch Muni? Kriege ich die vielleicht mit? Wahrscheinlich nicht. Wo ist eine Flasche? Okay. Ja, ich weiß, ich weiß. Das ist noch eine normale Flasche. Gut, hier können wir im Moment nichts machen. Wahrscheinlich müssen wir hier später rein oder ich bin zu doof, das zu übersehen. Hier ist eine Werkbank. Wir gehen jetzt erstmal hier die Straße weiter. Zu den Abtrünnigen. Wir müssen ja so einen Resonanzpunkt untersuchen. Wen wir noch rausfinden, ansonsten werden wir hier später nochmal gucken.
Und ich sage, Entschuldigung, wenn ich zwischendurch mal so extrem leise werde. Das ist nicht mal beabsichtigt, aber ich bin bei dem Spiel hier echt extrem angespannt. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich durch die Musik und das. Das ist hier schon echt eine übelste Atmosphäre. Da werde ich irgendwie automatisch leiser, auch wenn es nicht beabsichtigt ist. Aber ich glaube, gut zu verstehen bin ich trotzdem, oder? Hoffe ich zumindest. Ah, das merke ich ja dann beim Rendern. Möbius. In der Regel drehe ich, wenn die Aufnahme zu leise ist, sie beim Rendern nochmal hoch. Daher sollte es eigentlich so verstehen sein. Oh, da ist noch eine Axt. Die haben wir ja eh voll. Da sind die Züge. In den Autos ist aber auch nichts drin, ne? Da liegt auf jeden Fall noch ein Heilkräuterchen. Okay, warte. Da sind Viecher unter den Autos. Zumindest unter dem einen. Da habe ich ihn bemerkt. Da. Hallo, mein Freund. Wo bist du hin? Ich habe dich doch gerade gesehen. Du standst auf dem Auto. Wo bist du? Da, wo kommst du denn auf einmal her? Warst aber nicht der Einzige, ne? Oder? Ich habe ihn zumindest gesehen unterm Auto. Kommt ja auch selten vor, dass ich mal was sehe. So. Jetzt knatscht das Auto auch nicht mehr, ne? Ne? Also gibt's also auch doch Schläfer. Okay. Gut zu wissen. Man hört sie nicht. Wir tauchen erst auf, wenn du in die Nähe kommst. Okay, da ist noch was im Auto drin. Schießpulver nehmen wir noch gerne mit. Der wäre wahrscheinlich aufgewacht, wenn ich das Auto gehauen hätte. Dich können wir nicht mitnehmen, du bist Flasche. Okay. Ah, es sind die Züge hier. Aber will ich jetzt wirklich schon in den Zügen hin? Ich wollte eigentlich erst einen Resonanzpunkt untersuchen. Oh, hier gibt es so viel zu erkunden. Hey, die Züge scheinen hier aber so ein extra Bereich zu sein. Die sind gar nicht mit auf der Karte drauf. Okay, gucken wir mal. Na super. Gut. Okay, Ziel doch. Er lebt noch. Da. Okay, jetzt habe ich aber auch erstmal genug geballert mit der Schurze. Ich kriege da vorne ja noch Muni, das weiß ich. Und das heißt nicht, dass er hier der Einzige war. Oh, sonst geht uns hier irgendwo die Muni aus. Man sieht wieder nichts, ne? Wo der hier wieder die Taschenlampe ausgemacht hat. Ich habe keine Ahnung, was hier in den Zügen ist. Deswegen ein bisschen vorsichtig. Die Hirnsuppe nehmen wir jetzt gerne mit. Dein schöne grüne Manschgel. Alles klar, hier steht schon wieder eine Kamera. Denn wissen wir, wer hierfür verantwortlich ist. Könnt ihr daran erinnern, ganz am Anfang, diesen psychopathischen Fotografen, der diese komischen, abartigen Bilder macht? Der dürfte hierfür verantwortlich sein. Hat der vielleicht irgendwas Brauchbares? Ah, man sieht wieder nicht viel, ne? Oh, Tasche verbessert. Tasche für Pistolenmunition. Diese Nylon-Tasche wird verwendet, um zusätzliche Pistolenmunition mitzunehmen. Ja, nice.
Alles klar. Ich weiß ganz genau, wenn ich da durchgehe, fliege ich entweder in die Luft oder die Kamera wird ausgelöst. Okay. Problem ist, muss ich da jetzt durch? Wahrscheinlich oder? Oh yeah. Aber das war's dann noch nicht, oder? Was nehmen wir jetzt mit? Auf jeden Fall hat sich das anscheinend ja schon mal gelohnt. Aber wenn ich nach den Geräuschen gehe, ist ja noch irgendwo ein Viech. Und vor allem hier sind ja auch noch mehr Züge, ne? So ist das nicht. Ich wünschte bloß, das wäre ein bisschen heller im Stil, im Spiel. Man sieht ja so gut wie nix. Okay. Ich würde es auch nicht wundern, wenn hier noch irgendwelche Viecher unterm Zug liegen würden, ehrlich gesagt. Na, sieh mal an. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Die schönen guten Leichenschränke. Danke. Wir haben ja, glaube ich, auch noch Muni und Ink am Leichenschrank liegen, ne? Wenn ich mich recht erinnere, ja, ich glaube ja. Hier kommt man also auch wieder hin. Gut, aber die sind echt nicht auf der Karte zu sehen, ne? Nein. Gut, gehen wir hier mal hin. Kriegen wir dich? Oder kriegen wir dich nicht? Sehr schön. Da das Schleichen eh nicht funktioniert, ist vorbei mit... Ach, du Heilige. Da ist noch mehr, okay. Er war nicht der Einzige. Frage ist nur, wo ist er da? Okay. Doch ein bisschen mehr. In dem Zug. Gehen wir gleich wieder rein. Dann liegt bestimmt noch Gehirnglibber. Dort brauchen wir. Ich will noch einmal kurz hier. Ja, guck mal. Schießpulver ist auch mal wieder gut. Da haben wir nichts. Da haben wir noch ein bisschen Schießpulver. Sehr schön. Gut, gut. Dich nehme mit. Oh, Schießpulver haben wir jede Menge, du. Heißt natürlich nicht, dass hier nicht noch mehr Viecher sind. Aber das Saugrad zur Ausrüstung habe ich den halben Zug aufgeweckt. Jo, das ist die Resonanz da hinten. Wie sind wir? Wie sind wir? Oh, ist hier aber auch dunkel, ne? Das ist schon nicht mehr normal, du. Gut, Tor. Ich meine, hier könnt ihr euch jederzeit irgendwas aus dem Klo brechen oder so. Man weiß es ja nicht. Was eine Ratte, okay. Gott, Sorgen. Gehirnglibber nehmen wir auf jeden Fall mit. Danke. Ich glaube nicht, dass ich den ganzen Zug aufgeweckt habe.
Der ist ja so lang. Und wir hier? Rauchpulver, okay. Weiß nicht, ob das eins von den Viechern ist. Offensichtlich schon. Gut, dass ich drauf geschossen habe. Jo. Der wäre doch glatt aufgewacht, wenn ich da vorbeigegangen wäre. Gut, dass ich das geskillt habe mit mehr Feuerkraft. Klappt nicht immer, aber immer öfter. Wo ist eine Flasche? Ich habe definitiv nicht den ganzen Zug aufgeweckt. Dafür ist es zu groß hier. Boah, die könnte ich euch jederzeit von draußen rein, ne? Okay. Uah. Oh. Resonanzpunkt wurde protokolliert. Was? Warte mal. Sieh mal an. Am Ende des Zuges ist was. Jo. Wie viel Muni habe ich denn noch, wenn ich mal so fragen darf? Na, es ist nicht viel, ne? Wo wir haben notfalls noch die Schrotze. Muss unbedingt daher bei der Lagerhalle nochmal vorbei. Da lag noch so viel Muni draußen. Gucken wir uns das Ganze hier erstmal an. Ding? Ich. Psst. Ganz ruhig. Es darf mich nicht hören. Dieser Zug ist der einzige Weg raus aus Union. Warum fährt er nicht? Wo sind alle hin? Was war das? Oh Gott! Nein! Nein! Bleib stehen! Lass mich! Nein! Ah! Ding? Was für ein Ding? Rotes Gel. Diese geheimnisvolle blutrote Flüssigkeit wird verwendet, um gesperrte Fertigkeitsverbesserung freizuschalten. Sehr schön. Das freut mich. Aber Ding? Was für ein Ding? Ich weiß es nicht. Was für ein Ding? Komme ich hier raus aus dem Zug? Fühl mich nicht wohl im Zug? Okay, warte mal. Ding sieht aus wie die anderen. Hat der Frau da extrem Panik gemacht? Keine Ahnung was. Aber wenn das sie im Zug angegriffen hat, ist das garantiert irgendwo in der Nähe. Dann ist natürlich die Frage, wo? Ding. Ah, ich muss durch den Zug durch, um wieder auf die andere Seite zu kommen. Oh, da war ja noch ein Zug. So, den hier hätten wir. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich würde es aber nicht wundern, wenn das Ding hier irgendwo rumkriegt. Oder waren wir in dem Zug schon drin? Ich weiß das gar nicht. Glaube nicht, ne? Hier waren wir schon, ne? Ja. Hier waren wir schon. Hier haben wir die erste Resonanz entdeckt. Ja, hier ist Kartenende. Wie man sieht, bricht hier gerade alles auseinander. Sehr, ja. Was für ein Ding. Das macht mir doch jetzt schon ein bisschen Angst. Okay, aber ich glaube, wir haben hier auch soweit alles, oder? Die Resonanz haben wir. Hier wurde eine Werkbank. Klar, wir müssen da oben hin. Im Lagerhaus konnten wir nicht alles erkunden. Da kommen wir vielleicht noch rein. Abwarten.
Dann gehen wir erstmal wieder nach hier. Was liegt da denn noch? Ach, eine Axt, okay. Aber anscheinend kommen die Viecher, die wir so getötet haben, nicht wieder. Das ist schon mal sehr schön. Das freut mich schon mal. Aber allerdings tauchen so, wo man storymäßig hin muss, Viecher wieder auf. Aber gut, das wäre ja sonst auch ein bisschen langweilig. Ich will hier noch einmal auf dem Platz des Lagerhauses ein bisschen Muni mitnehmen. Das kann auf jeden Fall nicht schaden. Da waren wir auch schon drauf. Okay. Gut. So, die Muni bleibt hier ja liegen, solange ich sie nicht einsammle, ne? Hier, guck mal, den haben wir auch noch nicht aufgemacht. Gucken wir mal. Hier ist nix. Oder? Sieht das so aus, als wenn da was hinter ist. Okay. Pistolenmuni, alles klar. Pistolenmuni ist immer gut. Kann ich sie auch gleich nachladen? Ist nachgeladen, okay. Aber wir hatten hier noch mehr Muni liegen. Vor allen Dingen auch Schrotmuni. Die würde ich ja nur gerne einsammeln. Hier dürfte ja nicht auch nichts mehr sein. So, Schrotmuni habe ich schon wieder voll. Gut. Ja, ich muss unbedingt eine Tasche für Schrotmuni finden. Aber Pistolenmuni müssen wir ein bisschen mehr mitkriegen. Eigentlich. Wohl, da haben wir die Tasche für gefunden. Ja. Haben wir wieder 20? Die hatten wir vorher aber schon. Mal googeln. Hier lag doch definitiv noch das Verschrot, ne? Jo. Hier lag doch noch definitiv noch ein bisschen mehr Pistolenmuni. Das weiß ich. Jo. Ah, guck mal, jetzt haben wir schon mal 24 dabei. Sehr schön. Züge haben sich auf jeden Fall gelohnt. Auch wenn man das mit dem Ding da doch schon irgendwie ein bisschen Angst macht. Was auch immer das sein soll. Okay, 26 kriegen wir mit. Den ist auch wieder voll. Alles klar. Aber es sind immerhin schon mal 6 Kugeln mehr. Alles klar. Was war das? Ach, eine Axt. Okay. Gut, den auch mal kurz auf die Map gucken. Wademore. Das Lagerhaus, das finde ich schon nach raus. Wir müssen auf jeden Fall dahin. Ich setze zum hohen Wegpunkt hin. Wegpunkt, sagte ich. Genau. Da haben wir auf jeden Fall einmal hin. Ja, wir sind hier auf dem Weg, mein Freund. Wir sind hier auf dem Weg. Also, wie ich gelesen habe, gibt es halt auch diese sogenannten Screamer. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Doch sind noch jede Menge Kisten. In dem LKW sind Viecher drin. Definitiv. Der bewegt sich. Einmal nur kurz hier die Kisten. Der Kommando ist mir ein bisschen Schießpulver. Ich denke mal, jetzt am Anfang findet man noch relativ viel. Später wahrscheinlich nicht mehr so. Ne, der bewegt sich nicht, oder? Oh, ein bisschen aufpassen. So, da kann ich raufklettern, okay. Treadwell Tracking, alles klar. Ein Rohr. Sehr schön. Jo, ich weiß, dass da vorne Resonanz ist. Jo. Da sind auch noch Sachen drin. Allerdings ist da eine Blutspur. Hier kommen wir auch noch rauf. Okay. Da ist auch nichts. Na, wenn hier ein Viech wäre, das müsste man sehen. Okay. Nee, Sicherung. Sehr schön. Da noch. Das Rohr nehmen wir noch mit. Alles Bauteile, Waffenteile sowieso. Sehr schön. Das war's hier aber auch, ne? Gut, war nur eine kleine Sammelstelle. Ich glaube, ich weiß, wo die leider hinführt. Ich glaube, das geht da einfach nur hoch. Ja, das ist schon in der Hand. Da oben waren wir schon drauf. Da waren wir definitiv schon drauf. So, ist hier noch was beim Auto? Da liegt aber auch keiner unter, ne? Nee. Drin ist da auch nichts. Da liegt aber auf jeden Fall ein Viech.
Sag mal, was zappelst du denn so deiner Waffe da rum, mein Freund? Sehr schön. Muss dran denken, das Gehirnklipper später mitzunehmen. Gut, gut. Den hier noch einmal lang. Das ganze Gelände ist voll mit den Viechern. Guck dir das mal an. Das sind Sleeper, okay. Oder ist es die... Nee, es ist nicht die, die ich gerade erschossen habe. Ach so, okay. Das ist so ein toter Polizist oder Sicherheitsmann. Muss aufpassen, wenn ich hier einfach so blindlings reinrenne, im LKW sind definitiv auch welche, bin ich erledigt. Das ganze Gelände ist voll mit Viechern. Wollt nur gucken, ob hier noch irgendwo was ist. Das sieht aber nicht danach aus. Und alles voll mit Sleepern. Schee. Yo. Muss ich echt aufpassen. Gedacht, von hier sieht man vielleicht mal was. Sehe ich es aber so gerade nicht. Schee. Den wieder runter. Das sieht echt aus, als wenn es hier ein riesen Erdbeben gab. Kiki. Du hast so ein Heilkräuterchen. Der LKW macht mir Sorgen. Ich habe das Gefühl, wenn ich da zu dicht rankomme, brauchst du die da alle rauskommen. Weil der wackelt nicht umsonst darum. Und da sitzt auch noch einer außen vor. Warten wir mal. Das ist definitiv ein Viech. Hm? Ja, gut, der ist erledigt. Losche haben wir voll. Kann ich die da vielleicht rauslocken mit einer Flasche? Ich meine, man könnte es ja mal probieren, ne? Davor so ein bisschen Krach mach. Nein, okay. Aber hätte ja klappen können. Ich gehe jetzt auch mal kurz hier auf dem Gelände gucken. Was wir hier noch so haben. Sollte hier nicht auch irgendwo ein Speicherpunkt in der Nähe sein? Da oben. Da oben, okay. Waffentäule sind immer gut. Sehr schön. Rauchpulver, sehr schön. Und nochmal Waffenteile. Und ich habe die eine dazu erschossen, aber das heißt ja nicht, dass nicht noch woanders welche liegen, ne? So, Schießpulver. Kein Glibber liegen gelassen? Ne. Wen auch immer geiziger hier, die Viecher. Gucken wir auch mal kurz hier drin. Oh ja. Sehr schön. Schießpulver haben wir schon 120 Stück. Das ist sehr, sehr gut. Ich glaube, da wird später auch größtenteils wieder alles von weg sein. Okay, dann gehen wir mal rauf. Warte mal, ist hier was? Sehe ich gerade nichts. Nee, aber von da kommen wir nach da. Okay. Auf der Seite waren wir zwar eben. Was ist hier unten? Ich glaube, wir kommen von außen auch nicht rein, ne? Wir müssen von drin rein, oder? Da kommen wir definitiv auch rein, sonst wäre da kein Licht. Guck dir das mal an. Überall Viecher. Na? Versucht den Kopf zu treffen. Genau. Sehr schön. Und da ist auch noch einer.
Okay. Die Viecher werden mir doch sonst garantiert hier irgendwie durch den Zaun gebrochen oder so. Bin, glaube ich, aber auch schon in der Nähe des Speicherpunkts, oder? Nein, nicht wirklich. Hier, gehen wir mal hier runter. Du bist ein normaler Toter, oder? Das Schrotmoney, okay. Die habe ich voll. Krieg ich leider nicht mehr mit, was ich sehr schade finde. Oder finden wir Schießpulver mit? Flasche haben wir auch voll. Gut. Müsste eigentlich auch mal Schrotmoney verbessern. Also die Schrotwaffe. Okay, wir müssen da vorne gleich nochmal hin. Zumindest das Glibber mitnehmen. Weiß nicht, ob hier noch Viecher sind. Das Auto steht zumindest ruhig. Oh, ich weiß ja auch nicht, ob sie immer wackeln, ne? Vielleicht liegen da ja auch mal welche unter, ohne gewackelt. Waffenteile sind jetzt immer gut. Da können wir auf jeden Fall auch rein. Da ist wahrscheinlich eine Werkbank oder sowas drin. Da bin ich mir ziemlich sicher. Sieht mich aus wie so ein kleiner Schuppen oder sowas. AB. Ich will hier erstmal den Kleber mitnehmen. Und wo ist ja nicht, was hier sonst noch so rumkriecht? Heilpflänzchen ist da auch noch. Sehr schön. Ah, guck mal, wir haben sogar die 8000 inzwischen. Das glaube ich nur für Daumen da hochzukommen, ne? Oh, hast du irgendwas fallen gelassen? Glibber oder sowas? Ah, Muni, die ich voll habe. Ich glaube, ich benutze zu wenig die Schrotze. Anders konnte ich mir das hier nicht mehr erklären. Warte mal, das Heilkräuterchen, das möchte ich doch gerne mitnehmen. Den habe ich zum Glück gesehen. Hier liegen die... Da, guck mal. Die liegen hier überall versteckt im Gras. Wo ist denn dein Kopf? Ist das da dein Kopf? Wahrscheinlich, ne? Jo. Dich hatte ich, ne? Ja, du bist kopflos. Okay, wo bin ich denn hier überhaupt? Vor allem... Ich laufe ja gerade dahin, wo ich gar nicht hin wollte. Hier will ich ja später hin. Oh komm, das nehme ich nochmal mit. Sehr schön. Da war wohl noch eine Axt. Das ist da, glaube ich, einfach nur zum Hochkommen. Ich gehe aber trotzdem mal hoch. Vielleicht liegt da was. Moin, wo ist es ja nicht? Okay, muss ich ja auch hier hinschieben, wo immer. Ich weiß bloß nicht, ob hier noch welche... im Gras sind. Sehen tue ich jetzt so gerade keinen, aber die sieht man hier halt sehr schlecht. So, das reicht schon, das reicht schon. Einmal raufklettern. Danke. Und den hier raufklettern. Ne, hier ist nichts. Okay. Das ist nur, um hier rüber zu kommen. Alles klar. Gut, jetzt sind wir zumindest wieder dran, wo wir herkommen. Oh, hier gibt es so viel, ne? Okay. Naja, wir haben zumindest den Kleber. Wir sollten eigentlich auch mal die Schrotze verbessern. Das wäre sehr wichtig. Und da müssen wir unbedingt hin. Und dann ist die Lagerhalle da. Oder zumindest ist da garantiert noch irgendwas Wichtiges drin. Und den müssen wir hier hinten das hier auch noch erkunden. Und da oben scheint auch noch irgendwas zu sein. Bevor wir zum Hauptpunkt kommen. Und das geht hier ja noch weiter, ne? Also... Naja, den größten Toll haben wir, aber wir kommen garantiert auch noch in andere Bereiche später. Scharfschützengewehr müssen wir auf jeden Fall auch noch holen. Dafür coinen wir ich dran vorbei. Den machen wir morgen hier weiter. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Morgen geht's weiter. Bye, bye.